Heute geht es in ein eher unbekanntes, mysteriöses, aber faszinierendes Reiseland nach Saudi-Arabien. Kurzes Beweisfoto, dass ich wirklich da war, und los geht's. Diese Kulisse erinnert an den Wilden Westen. Wir sind aber in Al-Ula am Rande der saudischen Wüste, bekannt für irre Felsformationen wie diese, den Elephant Rock. Mit Chill-Out-Area drumherum, um die wunderbaren Felsen genießen zu können. Zweite Attraktion in Al-Ula, die Felsengräber von Hegra. Hegra, das ist sowas wie die kleine unbekannte Schwester von Petra in Jordanien. Die Nabatäer haben hier vor 2000 Jahren rund 100 Gräber in die Felsen gebaut. Und nochmal Al-Ula, die Altstadt, wie fast überall in Saudi-Arabien, kaum Besucher bei den Sehenswürdigkeiten. Jetzt aber in die Großstadt, nach Riad, auf den Kingdom Tower. 99. Stock hoch über Riad. Dreh mich einfach mal, hier ist so eine Brücke und da kannst du auf beide Seiten der Stadt gucken. Von oben habe ich einen wunderbaren Blick auf die Wüstenmetropole Riad. Andere Länder, andere Flohmärkte, andere Waren, die da so gehandelt werden. Gewöhnungsbedürftig für westliche Besucher. Zum Schluss noch was Historisches, das ist das Fort in Riad. Und die nächste Großstadt, Jeddah auf Deutsch, Jeddah auf Englisch. Und wieder ein Beweisfoto, dass ich da war. Dieser Mann hier und seine beiden Ehefrauen sitzen vor der höchsten Fontäne der Welt. Ein Blick aufs Wasser. Jeddah liegt am Roten Meer. Die Saudis haben eine kilometerlange Promenade gebaut. Die nennt sich Corniche und ist ebenfalls nicht wirklich belebt. Was weg muss, muss weg. Da fackeln die Saudis nicht lange. Ganze Stadtviertel legen sie in Schutt und Asche und werden dann einfach neu gebaut. Ende der Steinwüste nicht in Sicht. Okay, wird langweilig. Mach mal mit was Neuem weiter, beziehungsweise was Altem. Der Altstadt von Jeddah, sie wäre fast auch Opfer der Bagger geworden. Heute steht sie aber als UNESCO-Welterbe unter Schutz und ist so das Schmuckstück von Jeddah. Zum Abschluss noch ein kleiner Ausflug in die Wüste zu Sand und Kamelen, wobei Sand nicht gleich Sand ist. Mal ist er goldgelb, mal hell, mal dunkler und immer wahnsinnig faszinierend, so wie Saudi-Arabien insgesamt. Eine sehr fremde Welt, aber sehr faszinierend. Mehr über den Wüsten- und Ölstaat in meinem Blog colorfulcities.de. Mehr Filme aus aller Welt gibt's in meinem YouTube-Channel. Einfach unten abonnieren. Ich freue mich. Dank euch.